Heute für euch 6 Harry Potter Theorien, die wirklich wahr sind. Das und mehr jetzt in diesem Video. Die Theorien rund um Harry Potter sind sowohl umfangreich als auch faszinierend. In früheren Videos haben wir mehrmals gesehen, wie Fans den weiteren Verlauf des Abenteuers vorhergesagt haben. Theorien, die sich im strengsten Sinne des Wortes als irgendwie zutreffend erwiesen haben. Dieses Mal geht es jedoch nicht unbedingt um die Vorhersage des weiteren Verlaufs, sondern um erläuternde Theorien und Analysen, die den Nagel auf den Kopf getroffen haben. Eine Gelegenheit, die Geschichte der Saga zu reflektieren und all ihre Fans zu würdigen, die sie über Jahre hinweg am Leben erhalten haben. Los geht's mit 6 Harry Potter Theorien, die sich als wahr erwiesen haben. Ich glaube, ich gehe kein großes Risiko damit ein, wenn ich sage, dass Dudley Dursley schon immer unausstehlich zu Harry war. Man muss sagen, dass Vernon und Petunia ihn dazu gebracht haben, seinen Cousin zu hassen. Indem sie ihn übermäßig beschützten und jeder seiner Launen nachgaben, haben die Dursleys ihrem Kind eine katastrophale Erziehung zuteilwerden lassen, die sich zu einem zwielichtigen jungen Mann entwickelt hat. Zu Beginn des 5. Abenteuers oder des 5. Teils werden Harry und Dudley von Dementoren angegriffen. Harry setzt einen Patronus ein, um die beiden zu retten, doch Dudley wird dadurch besonders stark erschüttert. Und zu Beginn des letzten Romans ist er der einzige der drei Dursleys, der positive Gefühle für Harry empfindet. Er vertraut ihm, als er ihnen sagt, dass sie dem Orden des Phönix folgen müssen. Er macht ihm sogar ein Kompliment und sagt ihm, dass er nicht vergessen hat, dass er ihm das Leben gerettet hat. Eine so abrupte Veränderung in seiner Persönlichkeit, die viele schockierte, und Harry zuerst. Die Fans erkannten schnell, dass Dudley etwas ganz Besonderes erlebt hatte, während der Angriffe durch die Dementoren. Etwas, das ihn so erschreckte, dass er sein Verhalten drastisch änderte. J.K. Rowling bestätigte diese Theorie nur wenige Tage nach der Veröffentlichung ihres neuesten Romans. Sie erklärte, Dudleys schlimmste Erinnerung sei es gewesen, sich selbst so zu sehen, wie er wirklich war. Nicht die Vision seiner Eltern, die immer irgendwelche guten Eigenschaften an ihm fanden. Zu sehen, wie niederträchtig sein Verhalten war, schockierte ihn zutiefst, so dass er sich änderte, Frieden mit seinem Cousin zu schließen und Dankbarkeit zu empfinden. Nun gut, ehrlich gesagt hatte Harry ihnen die Arbeit ein wenig abgenommen, indem er Dudley erzählte, dass die Dementoren ihm scheinbar eine neue Persönlichkeit eingehaucht haben. Aber das ist immer noch eine nette Aufmerksamkeit der Fans, die alle Teile zwischen den Büchern wieder zusammengesetzt haben. Im letzten Teil erfährt Harry, dass er ein Horcrux ist und sich opfern muss, um eines der Teile von Voldemorts Seele zu zerstören. Unser Held stellt sich seinem Schicksal und als sein Feind ihn mit dem Todesfluch trifft, erwachte er in der Vorhölle. Er kann kaum begreifen, was mit ihm geschieht und entdeckt etwas in seiner Nähe. Ein Wesen in Form eines kleinen, nackten Kindes, das zusammengekauert auf dem Boden liegt, die Haut blank und es scheint nach Luft zu ringen. Im Roman endet die Beschreibung an dieser Stelle. Harry ist von diesem Anblick angewidert und Albus Dumbledore kommt hinzu, um mit ihm zu sprechen. Wir haben also keinen neuen Hinweis darauf, was mit dieser Kreatur eigentlich passiert oder was es mit ihr auf sich hat. Einige Fans stellten jedoch bald die Hypothese auf, dass es sich um den Zustand handelt, in dem sich die Seele von Harry befindet, nachdem sich Voldemorts Seele nach diesem erneuten Opfer Harrys befand. Diese Theorie wurde von J.K. Rowling auf ihrer Website schnell bestätigt. Sie erklärte, dass Voldemort und Harry, als er Harry angriff, beide bewusstlos wurden. In der Vorhölle erschien Harry ohne einen Kratzer mit seiner reinen Seele, während Voldemort in einem katastrophalen Zustand war, nachdem er seine eigene Seele so sehr verwüstet hatte, um dem Tod zu entgehen. Eine perfekte Art, den Unterschied zwischen unserem Helden und seinem Feind zu symbolisieren. Zwischen denen, die den Tod als Freund begrüßen, und denen, die Gräueltaten begehen, um ihm zu entkommen. Das erklärt auch, warum unser Held, der doch so edel ist, nicht versucht, diesem scheinbar leidenden Wesen zu helfen. Warum er so abweisend ist und Dumbledore ihn von ihm wegführt und erklärt, dass er ohnehin nichts dagegen tun könne. Natürlich ist die Filmversion expliziter, da sie buchstäblich die Gestalt von Voldemort hat. Der Roman hatte jedoch Zweifel aufkommen lassen, die in den Händen erfahrener Fans nicht sehr lange anhielten. Im ersten Teil von Fantastische Tierwesen erfahren wir, was ein Obscurial ist. Ein Zauberer oder eine Hexe, die ihre magischen Kräfte so heftig unterdrücken, dass ein Obscurus, ein parasitäres magisches Wesen von ihm Besitz ergreift. Das kann man mit einem Trauma oder extremen Lebensbedingungen zusammenhängen.
Es ist so mächtig und negativ, dass die meisten Obscurials sterben, bevor sie das 10. Lebensjahr vollendet haben. Aus diesem Grund ist Gellert Grindelwald von Credence beeindruckt, der es geschafft hat, so lange zu überleben. Diese Entdeckung weckte die Fans auf, und sie fragten sich, ob wir nicht bereits in der Harry Potter Saga den Weg eines Obscurials gekreuzt haben. Und Ariana Dumbledore, die Schwester von Albus, erschien vielen von ihnen wie eine Selbstverständlichkeit. Zur Zeit von Harry Potter war nicht viel über Ariana bekannt. Sie wirkte wie ein gequältes, sehr schwaches junges Mädchen, das viel Pflege und Aufmerksamkeit brauchte. Aberforths Beschreibung seiner Schwester kommt der eines Obscurials ziemlich nahe. Er erklärt, dass seine Schwester die Magie nicht mehr wollte, nachdem sie von drei Muggeln angegriffen worden war, die sie beim Praktizieren der Magie erwischt hatten. Dieser Vorfall führte dazu, dass ihr Vater ins Gefängnis kam, weil er sich an ihren drei Angreifern rächte. Dies traumatisierte Ariana, die ihre Magie aber nicht mehr ertragen konnte und sie nicht los wurde. Aberforth erklärte auch, dass ihre Magie in ihr sie verrückt gemacht habe. Sie sei außer sich, weil sie sie nicht kontrollieren konnte. Genau das, was wir bei der Entdeckung eines Obscurus von Credence festgestellt hatten. Erst im dritten Teil von Fantastische Tierwesen wurde diese Theorie von Albus selbst bestätigt, indem er eine starke Verbindung zwischen den beiden Sagas hinzufügte und ein wenig besser das Böse erklärte, das so sehr an Ariana nagte. Komplementär und logisch, so wie man es von einem guten Spin-off erwartet. Im Universum von Harry Potter spielt der Zauberstab eine zentrale Rolle im Leben eines Zauberers. Im Gegensatz zu dem, was viele denken, ist er jedoch nicht unbedingt erforderlich für die Ausübung der Zauberei. Die mächtigsten Zauberer können Zaubersprüche ohne ihre Formel aussprechen und wirken. Einige wenige können sogar ohne ihren Zauberstab zaubern, doch das ist äußerst selten. Zauberer, die ihre Ausbildung beginnen, wie unsere Helden, benötigen jedoch zwangsläufig einen Zauberstab. Technisch gesehen ist der Zauberstab vor allem ein Werkzeug, mit dem ein Zauberer seine Magie kanalisieren und leichter kontrollieren kann. Wenn ein Zauberer seinen Zauberstab beherrscht, beherrscht er eine noch mächtigere, fließendere und natürlichere Magie. Im letzten Teil haben wir entdeckt, dass Voldemort und Snape ohne Besen fliegen können. Das war sowohl beeindruckend als auch verwirrend, doch die Fans erkannten schnell, dass es sich um dieselbe Logik wie bei den Zauberstäben handelt. Besen sind vor allem Hilfsmittel, die es den Zauberern ermöglichen, leichter zu fliegen. Die mächtigsten von ihnen können jedoch auch ohne Besen fliegen. J.K. Rowling hat diese Idee 2016 auf ihrem Twitter bestätigt. Es wäre interessant gewesen, mehr darüber zu erfahren, aber es hätte wahrscheinlich nicht dieselbe Wirkung gehabt. Es gab viele Diskussionen über die Natur der Magie selbst, besonders seit dem zweiten Roman, in dem die Existenz von Squibs erkannt wurde. Squibs sind Menschen, die mit mindestens einem zaubernden Elternteil geboren wurden, aber selber keine magischen Kräfte besitzen. Diese Enthüllung ließ die Fans darüber nachdenken, ob Magie bei Zauberern vererbt wird, möglicherweise in Form von Genen, die von Eltern auf Kinder übertragen werden können. Es wurde spekuliert, dass die genetische Eigenschaft individuell variieren könnte und sich im Laufe der Generationen ändern könnte, was die Existenz von Muggelgeborenen und Squibs in verschiedenen Familien erklären könnte. J.K. Rowling hat bestätigt, dass Genetik tatsächlich eine Rolle in diesem Prozess spielt und darüber entscheidet, ob jemand magische Kräfte hat oder nicht. Diese Enthüllung mag dazu führen, dass die Magie ein wenig von ihrem mysteriösen Zauber verliert, aber es bietet gleichzeitig auch eine interessante Erklärung für die Vielfalt der magischen Fähigkeiten in der Zaubererwelt. Die Dementoren gehören zu den abscheulichsten Kreaturen in der Harry Potter Saga. Ihre bloße Anwesenheit lässt einem das Blut in den Adern gefrieren und sie ernähren sich vom Glück der Menschen, um nichts als Verzweiflung und Kälte zu hinterlassen. Sie sind äußerst mächtig und gefährlich. Man weiß nicht einmal, woher sie kommen oder wie man sie töten kann. Was viele Fans überrascht hat, war die Entdeckung, dass solche Kreaturen vom Ministerium eingesetzt wurden und mit einer spezifischen Gefängnisfunktion ausgestattet waren. Jahrelang waren die Dementoren die Wächter von Azkaban, dem auf einer unheimlichen Insel errichteten Gefängnis. Umso überraschender war es, als die Geschichte bewies, dass sie keineswegs unfehlbar waren. Im dritten Teil griffen sie Harry mehrmals an, obwohl er nichts Falsches getan hatte. Sie können leicht gesteuert werden, wie Umbridge es getan hat, als sie losschickte, um Harry und Dudley anzugreifen. Sie haben auch geringe Loyalität bewiesen, indem sie Voldemort die Treue schworen.
Die Fans haben sich gefragt, warum das Ministerium so sehr darauf bedacht war, diesen doch so instabilen und gefährlichen Kreaturen einen Posten zu geben. Sie kamen zu dem Schluss, dass Azkaban vielleicht nur ein Vorwand war, um diese Wächter in Schach zu halten, und dass das Ministerium keine andere Wahl hatte, als die Moral beiseite zu schieben und damit umzugehen, damit diese Kreaturen an Ort und Stelle blieben. Diese Idee wurde von der Website Pottermore in einem Artikel aufgegriffen, der dem Gefängnis gewidmet ist. Vor langer Zeit entdeckte das Ministerium eine von Dementoren befallene Insel. Es wurde darüber nachgedacht, sie zu zerstören, aber die Zauberer hatten große Angst, dass diese Kreaturen vielleicht Rache nehmen und ihre Welt zum Einsturz bringen würden. Sie entschieden sich, ihre Moralvorstellungen beiseite zu schieben, errichteten dort ein Gefängnis und lieferten den Dementoren Nahrung durch die Gefangenen, die dort eingesperrt waren. Die Bedingungen waren so grausam, dass es bis Barty Crouch Jr. und Sirius Black niemanden gelang, von dort zu fliehen. Dadurch konnte sich das Ministerium in seiner Meinung bestärken, dass dies die beste Lösung war. Das Azkaban-Gefängnis war also tatsächlich ein Käfig, sowohl für seine Gefangenen als auch für seine Wärter. In Harry Potter und die Heiligtümer des Todes erfährt unser Held, dass er seinen Mentor gar nicht so gut kannte, wie er dachte. Die Erzählung widmet sich insbesondere der Jugend des Schulleiters von Hogwarts und seiner Beziehung zu Grindelwald, während wir uns den Heiligtümern des Todes nähern. Rita Kim Korn, die gerade eine belastende Biografie über Dumbledore veröffentlicht hat, verwirrt die Gemüter, da sie dafür bekannt ist, falsche Informationen zu verbreiten. Da sie behauptet, dass Dumbledore in seiner Jugend mit Grindelwald befreundet war, ist es schwierig zu entscheiden, ob man ihr Glauben schenken soll. Doch Harry muss sich nach und nach mit den Tatsachen abfinden und entdeckt, dass die Vergangenheit seines Vorbilds nicht perfekt ist. In der Harry Potter-Saga wird weithin eine tiefe Freundschaft zwischen Dumbledore und Grindelwald beschrieben, die Pläne hatten, die Muggel zum Besseren zu beherrschen. Eine Freundschaft, die am Tag von Ariana Dumbledores Tod zerbrach, nachdem Dumbledore offensichtlich erkannt hatte, dass sie sich im Irrtum befanden. Doch als J.K. Rowling bekannt gab, dass Dumbledore homosexuell war, begannen die Fans, die wahre Natur dieser Beziehung in Frage zu stellen. Eine einfache Freundschaft schien sehr dünn zu sein, um zu erklären, warum Albus sich in Bezug auf seinen Freund und dessen Absichten so sehr getäuscht hatte. Dumbledore wurde immer als weise und äußerst klug beschrieben. Es musste eine Erklärung dafür geben, dass er so leicht manipuliert werden konnte. Was, wenn die Liebe, die in der Harry Potter-Saga immer wieder als die stärkste Kraft beschrieben wurde, hinter all dem steckte? Albus betonte immer die Macht der Liebe. Es war glaubwürdig zu denken, dass dieses Gefühl Dumbledore zum Narren gehalten hat, und viele Fans schlossen sich dieser Vorstellung an. Die Fantastische Tierwesen-Saga hat diese Theorie nach und nach bestätigt. Im zweiten Teil erklärt Albus, dass er und Skellert mehr als nur Brüder waren. Aber erst im dritten Film offenbart er, dass er Grindelwald gefolgt sei, weil er sich in ihn verliebt hatte. Damit wurde das Geheimnis endgültig gelüftet. Ich verstehe, dass es sich nicht immer um besonders wichtige Theorien handelte, aber dieses Thema hat mir sehr gut gefallen. Und wenn alles vorhersehbar gewesen wäre, wäre die Geschichte nicht so fesselnd gewesen, oder? Und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.